Was geht ab, bitte? Zeus hier zu einem weiteren kleinen Let's Play von Rise. Wir sind im dritten Kapitel und haben ungefähr die Hälfte geschafft. Das ist eh schon ziemlich geil. Und dann würde ich sagen, spielen wir doch einfach mal weiter. Wow, da ist ordentlich was los. Was ist das alles? Achso, das sind die ganzen Einschlagstellen. Wow. Alter Schwede. Oh Gott, da ist einer tot. Nicht gut. Oh nein. Verdammte Scheiße. Der hat keinen Arm mehr. Mann, wir sind so am Krepieren alle. Egal, es muss weitergehen. Noch können wir nicht aufgeben. Voller Schlagabtausch von beiden Seiten. Aber der erste ist jetzt tot. Alter, sogar diesmal kümmern uns mit dem ganzen zwei verschiedene Gegner. Das ist ja richtig heftig. Der Centurio-Hinrichtung. Das hat es einmal getroffen. Jetzt ist der Combo weg. Schade, sehr schön. Wäre es gewesen, wenn wir das durchgehend geschafft hätten, ohne. Nein, ich hab's gesehen, dass er angegriffen hat. Und jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist ein starker. Den würde ich gerne später machen. Die nervt nämlich so. Kriegt man nicht so schnell keinen. Und ich habe immer gelernt, erst die schwachen Gegner killen, damit man sich voll gut auf die großen konzentrieren kann. Also lieber auch den hier zuerst. Definitiv. Ich glaube, es ist einfach sinnvoller, als die kleinen wegzumetzeln. Bevor man sich um die ganzen großen kümmert. So, jetzt können wir es machen. Oh, jetzt waren zwei große. Da ist man besser mal den Salat. Jetzt habe ich ihn. Der erste ist tot, super. Ah, scheiße. Zwei von diesen fetten Viechern, das ist echt nicht so ganz easy. Natürlich absolut machbar, aber. Ich will ja nicht mir es schwerer machen, als es eh schon ist. Na, da ist noch einer. Alter, wie viele von den Decken Dicken gibt's hier eigentlich? Sind das alles Geschwister oder was? Alles Geschwister. Verpiss dich. Mann, das ist doch zum Kotzen. Ich kann nicht mehr. Der hat doch geblinkt. Endlich. Jetzt habe ich ihn. Okay, machen wir das mal. Das ist eine Fahne. Können wir die irgendwie hissen oder so? Ah, wir müssen uns mal wieder vorbahnen. Das kennen wir ja schon. Oh Gott, die hauen hoch. Die was auch schnell des Schildes. Ah, das war nicht ganz so gut. Wir werfen selber mal mit dem Pfeilen. Okay, egal. Wir machen weiter. Kommt nochmal Pfeiler, oder? Ah, ich bin zu schlecht. Nein, die werfen, die schießen halt abwechselnd. Und jetzt, komm schon, Leute. Oh nein. Also, wir können diesmal auch selber angreifen. Das finde ich ziemlich geil. Stipp. Oh Gott, trotzdem hat mir keine Deckung. Nicht gut. Gesunde der Römer, ja. Kann man sogar sehen. Das sind gar nicht mehr so viele eigentlich jetzt, die Pfeile schießen. Wir rücken vor.
Okay, einmal schützen noch und dann lass es auch gut sein. Jetzt da. Einen haben wir noch. Zack. Der Typ ist doppelt tot. Juhu! So muss es sein, Leute. Oh, da kommen noch ein bisschen Verstecken runter. Jetzt haben wir dann gleich ein Problem. Das passt schon. Geh mal hoch. Hoch mit uns, hoch mit uns. Wir haben ja unsere Leute auf unserer Seite, deswegen ist es kein Problem soweit. Und weiter geht's, und weiter geht's. Okay, wir haben hier E-Mag 1 zu sammeln. Bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre! Linie bilden! Ja. Komm schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Los, los, los! Der Kerl hat ganz schön gute Laune noch. Wir sammeln mal hier eine Schriftrolle ein, warum auch nicht. Ein paar Speere können wir immer gebrauchen. Ne, haben schon genügend. Machen wir sie tot. Okay, haben zwar getroffen. Aber wir brauchen neue Pfeile. Okay, den holen wir uns noch, der letzten. Ha. Ah, ficken. Lass mich doch in Ruhe. Der war nicht so gut. Der war richtig ultra-fail. Gut, wir müssen noch mehr Pfeile holen. Kann ich hier runter? Super. Oh, dann holen wir uns mal mehr von diesen Speeren. Das sind immer Pfeile. Eigentlich ist vollkommen falsch. Eigentlich ist es ein Speer, was ich da werfe. Ein Speer! Schön Deckung bleiben, Leute. Man hat ja Call of Duty gelernt. Ich habe keine Pfeile mehr. Hier ist noch zwei Stück. Verdammt, so ein Feigling. Hier, jede Menge Pfeile. Okay, super geil. Haben wir noch Gegner? Irgendwo? Ja, hier. Verdammt. Jetzt aber. Noch Gegner irgendwo? Nee, sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Haben wir wohl... Hä? Hinter uns oder was? Nee. Nee, es sind ganz normale. Das sind unsere Leute. Also, scheint ziemlich gut zu sein. Ich muss mal sehen. Hä, bin ich dumm? Nee, verstehe ich nicht. Guck mal nach oben. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Ja, mal wieder bin ich hier hart am Hasseln. Ich meine, ich guck mal ganz kurz, vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Aber eigentlich würde ich sagen, egal, wir können... Ach so, Salbe abfeuern. Mann, bin ich ein Vollidiot. Sehr schön. Mal hier oben. Bogenschütze können immer auf die Dächer. Man kann niemals Bogenschützen hier unten hin tun. Also hätte ich es für eine dumme Idee gehalten. Aber ihr könnt gerne mal eure Meinung reinschreiben. Aber ich finde, für mich können Bogenschützen immer ganz nach oben. Okay. Wow, wow, wow. Gegner kommen. Boah, wow, Messe. Ja, geil. Die haben ihre eigenen Leute getroffen. Hab's gesehen. Voll verrückt. Kann ich zwar gut killen, weil sie alle schon geschwächt sind. Ah, Mann, oh Mann, sein Arsch. Verdammt.
Das war's, Junge. Das ist ein Ende. Wohin sollen wir gucken? Ah, wir können da rein. Ah, wir können da durch. Sehr schön, sehr schön. Und oben drüber. Mein Gott, das ist echt ein sehr, sehr harte Schlacht, muss ich sagen. Immerhin sind wir eigentlich maßlos unterlegen im Ganzen. Oh, dachte ich, kann die überraschen. Denkst du? Das ist mein Überraschungsversuch. Fehlgeschlagen. Oh Gott, oh Gott. Wow, viel zu viel eigentlich nur. Viel zu viel eigentlich nur. Und trotzdem haben wir ihn besiegt. Oh, oh nein. Oh Gott, oh Gott. Leute, übertreib's nicht. Alter. Alter, ich will gerade Combo machen, das ist ja nicht mehr feierlich. Okay, alles schön. Jetzt habe ich wieder ein weniger. Sehr schön. Sehr schön. Wow, wow. Oh nein. Oh Gott. Ich kann's nicht. Ich bin so schlecht. Ich glaube, ich gebe lieber gleich auf. Okay. Nee, wir schaffen es schon noch. Okay. Hey, ich kann da anscheinbar so das Ding irgendwie umschießen oder so. Jetzt brennen die alle, oder was? Ja, nicht wirklich. Aber ein paar, glaube ich, haben schon das Brennen angefangen. Oder hab ich's übersehen? Ich weiß es nicht. Ja, der ist auch tot. Und schon haben wir es geschafft. Jo. Nicht schlecht. Okay. Würde ich sagen, gucken wir mal weiter, was wir so machen können. Ach, Speere wieder. Einmal. Hier noch was? Nee, geht nichts. Doch, jetzt geht was. Ja, hier oben kann man nicht oben drüber gehen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert wieder. Achso, ich muss sie schon killen, ja. Einen Fall habe ich noch. Ah, der war nicht gut. Zack. Gut erwischt. Jetzt brauche ich noch Pfeile. Wo haben wir denn hier welche? Ach, hier? Nee, doch. Oh, eine Schriftrolle. Auch nicht schlecht. Auch sehr wichtig. Auch sehr wichtig. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich, glaube ich, einen Cut an der Szene. Bis ich ja checke, wie ich weiterkomme, weil ich kapiere gar nichts. Ah, Speere. Endlich. Mehr wollte ich nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich auf Versehen alles wegballern würde? Nicht mehr... Dann hätte ich welcher im Arsch, oder? Oder was? Verstehe ich nicht. Egal, aber ich habe jetzt noch zwei Speere gefunden. Die waren sauer hier hinten. Gut. Und jetzt ist er tot. Geht doch. Hä? Was war das denn jetzt? Interessant. Ach, das war dieses Fokus-Dingsbums, gell? Das muss ich mal öfter einsetzen. Und nach oben mit uns. Ja, müssen wir das abballern. Oh, oben ist einer. Komm raus, komm raus. Und jetzt da. Ah, noch. Oh, wir brauchen noch einen Pfeil. So was liebe ich immer. Ach, hier haben wir genügend. Jetzt haben wir wieder volle Pfeile, super. Er schafft. Geschafft. Und wir machen weiter. Hey, sind viel schneller als ich. Muss mal Sprintfunktion benutzen. Nutze ich so selten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo wollt ihr hin? Okay. Au, au, au. Egal. Wir schauen mal weiter. Speicherpunkt erhalten. Nicht schlecht. Los. Ja, alles kaputt ist, Alter. Richtig heftig. Okay, wir gucken mal an, was der hier hat. Eine neue Schriftrolle. Gibt es einen Grund, warum ich so schleiche? Die Treppe hoch. Los! Nicht schlecht. Achso, jetzt bin ich in Zeitlupenmodus drinnen. Alter Schwede, geht's ab. Jetzt ist der richtig mächtig. Ich hätte einsetzen müssen. Richtig geil. Richtig
coole Fähigkeit. Müssen wir öfter machen, oder? Nehmt das Katapult ein und zieht damit auf den Turm. Gebt ein Zeichen, wenn ihr bereit seid. Wir halten die Bastarde auf. Verstanden? Okay. Gut. Guter Plan, würde ich sagen. Was muss ich machen? Also jetzt sind es drüber gelaufen, gell? Das ist nicht meine Aufgabe. Ah, stimmt, das war's falsch. Achso, muss ich jetzt den. Achso, ich. Jetzt darf ich ballern, Leute. Und hier. Und da. Und hier oben. Alter, Multikill. Wow, das war knapp. Oh, oh. Manfred, du weißt am besten aus. Nochmal, kann ich Superfähigkeit jetzt kann ich nochmal einsetzen? Geiler Scheiß. Jetzt gibt's Ärger, Leute. Stirb. Alter, ich bin ein Gott. Alter Schwede. Also mit dieser Superfähigkeit, die kann ich zwar nicht oft einsetzen, aber das ist richtig heftig. Oh. Okay, der ist. Wir warten, bis die ganzen Geschosse da weg sind. Alter. Voll der Master, ne? Dreh den Typen weg. Ich hab echt super Kräfte, das Gefühl. Richtig geiler Scheiß, einfach nur. Richtig geiler Scheiß. Okay, abfeuern. Oh Gott, oh Gott. Ja, alle tot. Diese fetten Säcke, ey. Okay, kann ich killen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin so frei, jetzt setze die Fähigkeit nochmal ein. Das ist wurscht egal, weißt schon, dann haben wir wenigstens diesen Ultraspaß. Alter, wie der abgeht jetzt. Okay, jetzt habe ich drei so fette Säcke. Ganz schön heftig, aber wir probieren es trotzdem mal. Oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich den wenigstens schon mal weg. Geh weg da. Lass mich an Frieden hier. Okay, den habe ich auch. Super schön. Oh, das war ein Schackangriff. Ich habe auch nie gesehen, dass die das machen. Ah, hab ich mir so gedacht. Super. Ich kann mich auf XP oder irgendwas anderes umschalten. Vielleicht das linke. Okay, rausholen. Feuer! Eieieiei. Volltreffer. So muss es sein. Come on.
Kommandant! Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Legionäre, salutiert euren neuen Centurio! Euch, Männer. Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist. Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen. Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Kommandant, König Oswalds Barbarenhorde marschiert auf York. General Commodus und die 6. Kohorte haben den Feind angegriffen. Doch ihr Schicksal ist unbekannt. Macht die übrigen Boote fest und entladet sie. Und macht die Truppen bereit. Wir marschieren nach York! Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes, wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. Wir berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hier. Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen, haben wir keine Chance. York wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser behaarten Bastarde. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Ihr wollt nicht angreifen? Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei Ihnen. Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eid leisten müssen. Diese Briten haben ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Ungeziefer wagt es, sich gegen Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zorn zu spüren. Unsere Vergeltung? Oder deine? Herr, ich... Genug. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden. Anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Centurio? Verstanden, Kommandant. Also gut. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein.
Verstanden, Herr. Ist meine Ehre. So, dann würde ich sagen, was ist mit dem Let's Play, also mit diesem Part. Wir sind nun in einem vierten Kapitel und ich würde sagen, dann spielen wir nächstes Mal weiter. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Nicht weiter, nicht verpassen, Leute. Wir spielen das Ganze noch durch, Leute. Das wird doch sau cool. Und dann würde ich sagen, lasst ein Button da, schreibt mal ein süßes Kommentar. Aber nicht nur süßes Kommentar hinschreiben, das finde ich scheiße. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part. Ciao, ciao.